Hallo ihr Lieben, eine kleine Legung wieder mit meinem Wolfsorakel. Wer dieses Wolfsorakel gerne haben möchte, das findet ihr in meinem Shop unter diesem Video. So, schauen wir mal. Wir ziehen drei Karten. Wir machen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die erste Karte symbolisiert die Vergangenheit, die zweite Karte symbolisiert die jetzige Gegenwart und die dritte Karte symbolisiert die Zukunft. Die nahe Zukunft, ne? Weil eine Zukunft kann sich auch immer wieder verändern, deswegen nehmen wir jetzt die nahe Zukunft. So, was war das Thema der Vergangenheit? Hier hast du Sicherheit, lass dich nieder. Ja, das Thema in der Vergangenheit war, dass du dich so in einer gewissen Sicherheit gefühlt hast, dass du dich irgendwo niedergelassen hast, vielleicht auch bei jemandem niedergelassen hast. Das, was jetzt in deiner Gegenwart ist, das ist, dass du eine Entscheidung treffen solltest. Vielleicht fällt es dir schwer, Entscheidungen zu treffen, ne? Und dieses Thema hast du vielleicht gerade. Und die Zukunft, die nahe Zukunft, die wird das zeigen. Frag Freunde um Rat, zusammen seid ihr stark. Ja, in deinem Thema, was du vielleicht hast, ist es wirklich jetzt wichtig, auch Freunde mit einzubeziehen, Freunde zu fragen, die dir zur Seite stehen, was du hier in deinem Thema machen kannst. Ne? Also, vielleicht fehlt es dir zurzeit an Sicherheit, ne? Vielleicht hast du keine gewisse Sicherheit und ja, fühlt sich vielleicht auch gerade in so einer Energie, ne? Wie wenn du eine Sicherheit aufgeben müsstest. In der Vergangenheit hast du hier genügend Sicherheit gehabt, irgendwo niedergelassen, vielleicht auch Sicherheit in dir selbst. Jetzt musst du aber in dieser Gegenwart eine Entscheidung treffen, die für dich vielleicht auch lebensverändernd sein kannst. Und du kannst dir wirklich Freunde um Rat fragen, die dir auch hier zur Seite stehen. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch damit einen schönen Tag. Ciao, ciao.